Liebe Landsleute, wertes Präsidium, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, der hat es während der Debatten gestern und heute spätestens vorgeführt bekommen. Wir sind im Wahlkampf angelangt. Nach den Wahlgesetzen haben wir im Frühherbst, Herbst 2021 sowohl Landtags- als auch Bundestagswahlen abzustatten und die in den jeweiligen Wahlgesetzen vorgesehenen Zeiträume lassen es als gut möglich erscheinen, dass beide Wahltermine hier in Mecklenburg-Vorpommern, die Landtagswahl und bundesweit die Bundestagswahl, am selben Wahltag stattfinden können. Das würden wir gerne so sehen und wollen deswegen die Landesregierung dazu auffordern, dass soweit möglich, wenn denn die Wahlgesetze das zulassen, das auch zu realisieren. Dafür sprechen eigentlich alle Gründe. Die Kosten, wenn die Wahlen gemeinsam stattfinden, also die letzte Landtagswahl hat 1,4 Millionen gekostet, die letzte Bundestagswahl 1,137 Millionen, also zusammen knapp über 2,5 Millionen. Sollten beide Wahltermine an einem Tag festgelegt werden, würde das erhebliche finanzielle Synergieeffekte haben und die Kosten deutlich reduzieren. Darüber hinaus ist natürlich auch die Frage der Wahlhelfer zu berücksichtigen. Eine Wahl an zwei Terminen verlangt an zwei Sonntagen das entsprechende ehrenamtliche Engagement all derer, die dann in den Wahlbüros, in den Wahlämtern dann sitzen müssen und die Wahlen durchführen. Auch das spricht uneingeschränkt für einen Termin. Und außerdem besteht jedenfalls die begründete Hoffnung, dass ein einheitlicher Wahltermin von Bundestags- und Landtagswahl auch die Wahlbeteiligung erhöhen könnte im Vergleich zu anderen Argumenten. Und bisher hatten wir das schon dreimal, 1994, 1998 und 2002, waren hier im Land die Landtags- und die Bundestagswahlen am selben Sonntag. Danach hat der Landtag hier die Wahlperiode auf 5 Jahre verlängert, sodass das auseinandergelaufen ist und wir jetzt rechnerisch zum ersten Mal wieder die Möglichkeit haben, beide Wahlen an einem Termin durchzuführen. Und wenn ich dann in die Mitteilung des Nordkurier vom Dienstag reinschaue, dann lese ich, dass sowohl die Fraktionsvorsitzende der Linken sich dafür ausgesprochen hat, als auch Herr Renz für die EU und natürlich auch unser Fraktionsvorsitzender, sodass ich eigentlich davon ausgehe, sofern der Bericht richtig ist und Sie das ernst meinen, dass wir mit der Zustimmung dieser Fraktion rechnen können. Lediglich die SPD hat das offen gelassen. Herr Krüger hat geäußert, ich zitiere mal aus dem Nordkurier, Ihnen ist völlig egal, wann gewählt wird. Sie schauen nur darauf, dass die SPD stärkste Partei wird. Alles andere ist nicht wichtig. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gegen einen einheitlichen Wahltermin spricht. Ich habe da so Fantasien. Danach könnte ich mir vorstellen, dass der schlechte Bundestrend der SPD und die marginale Besetzung ihrer Bundesspitze eventuell sie dazu bringt, zu sagen, mit dem in Anführungszeichen guten Team, das Sie meinen, hier im Lande einführen zu können, mehr Chancen zu haben, wenn die Wahlen auseinanderfallen. Das überlasse ich der Interpretation. Sie können ja, wenn Sie wollen, was dazu sagen. Aber jedenfalls sprechen alle Vernunftgründe dafür, dass diese Wahl an einem einheitlichen Wahltag stattfinden sollte. Und das bitten wir mit unserem Antrag hier zu beschließen, dass die Landesregierung aufgefordert wird, das zu harmonisieren. Ich spreche deswegen im Konjunktiv, weil der gesetzliche Zeitraum für die Bundestagswahl über den Zeitraum hinausgeht, in dem die Landtagswahl hier stattgefunden haben muss. Wenn also der Bundestag einen Termin festlegt, der darüber hinausgeht, spät genug, also Ende Oktober, was für die Bundestagswahl noch möglich wäre, wäre das für die Landtagswahl nicht zu harmonisieren. Nur deswegen die Ausdrucksweise, es wäre schön und man sollte harmonieren und man könnte, wenn die Termine zwingend
harmonisiert werden müssten, dann wäre das ganz anders zu formulieren. Wir hoffen aber, dass der Landtag unsere Landesregierung dazu auffordert, alles ihr Mögliche dazu zu tun, dass das auf einem einheitlichen Wahltermin gelegt wird. Dankeschön.